Heute für euch im Quickclub die Nummer 163 der Funko Pop Games, und zwar Cotsworth aus Fallout 4, der auch wieder bei Fantasie und Raum in der Vorbestellung mit drin war. Hier seht ihr das ganze komplette Set, weil ich habe ja das ganze Set bestellt. Hier könnt ihr gerne noch schauen, was sonst noch in dem Set ist, wenn ihr Pause drückt. Und wie der gute Kerl außerhalb seiner Verpackung wirkt, das zeige ich euch nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und ihr seht hier ihn schon kreisen, den guten Cotsworth aus Fallout 4. Einer der ersten Begleiter in Anführungszeichen, die ihr treffen könnt, wenn ihr euch wieder nach Hause begebt. Der ist hier sehr schön gestaltet. Der Cotsworth hat hier auch ein Hypospray oder so, oder eine Injektion dabei. Eine Zange hat er am einen Arm unten. Dann hat er noch eine Säge am anderen Arm, steht hier auf dem Stand, hat seine kleine Flamme, durch die er fliegt, unten dran. Seine drei Augen, auch sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet. Ist heute ein etwas anderer gestalteter Pop mal zwischendurch, da es ein Roboter ist. Was ich witzig finde, oben sieht er aus, als wie eine Spardose, die man aufmachen könnte. Man kann ihn aber da oben nicht aufmachen. Es wäre vielleicht ein nettes Gimmick gewesen, ihn da oben aufzumachen, dass er hohl ist, dass man da vielleicht was reintun kann oder so. Dann hinten seine Lüftung natürlich drauf. Auch hier die Beschriftung ist drauf. Das ist ein sehr schöner Pop. Der Stand ist fest, den kann man nicht abnehmen. Hat hier die ganzen Markings drauf. Ja, die sieht man jetzt nicht so, weil es ein durchsichtiger ist. Ja, jetzt sieht man es etwas. Also auch ein sehr schön gelungener Pop zu dem Spiel Fallout 4. Und dann würde ich aber auch schon wieder sagen, Quick Look heißt schnell, wie immer. Würde ich auch schon wieder sagen, wir beenden das Video wieder. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ihr könnt mir eure Meinung zu der Figur gerne unten in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht seid, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten und sage tschö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.